Rostock-Stadtgebiet Lüttenklein. Eine Großwohnsiedlung aus den 1970er Jahren in Plattenbauweise. Und mittendrin eine kleine Oase der Ruhe und des Heilens. In der Lichtenhäger Chaussee 1 bis 3 befindet sich nämlich die Naturheilpraxis Schmidt. Und das bereits seit über 30 Jahren. Samstag, der 13. Juli 2024. Rainer Schmidt, Inhaber und Dozent der angeschlossenen Heilpraktikerschule, nimmt das langjährige Bestehen zum Anlass, seine Praxisräume einmal auch für interessierte Nichtpatienten zu öffnen und stößt dabei auf großes Interesse. Kein Wunder, Naturheilmethoden sind in aller Munde. Ein guter Zeitpunkt für einen Tag der offenen Tür. Man sieht das ja, wir haben ja in der Gesellschaft große Spaltungen. Viele gehen zurück zur Natur. Das ist ein ganz großer Trend. Und viele entfernen sich noch weiter von der Natur. Und das ist aber auch okay so. Und wir sehen uns einfach so, dass wir die zurück zur Natur gerade sehr stark unterstützen, dass sie auch ihren sicheren Platz darin finden. In der Naturheilpraxis wird der Mensch ganzheitlich betrachtet. Körper, Geist und Seele werden als Einheit gesehen. Jeder Praxisraum ist individuell gestaltet und ganz nach den Bedürfnissen des jeweiligen Krankheitsbildes ausgerichtet. Anders ist das, dass wir uns erstmal die Leute anhören. Sie dürfen sagen, was sie haben. Wir gucken, was sie haben. Die Leute bringen mir klinische Berichte mit, Blutbilder mit etc. Wenn sie nicht haben, machen wir sie selber. Und dann versuchen wir, ein Konzept zu entwickeln zu der klassischen Medizin, eine Ergänzung zu finden, dass sie aus ihrer Problematik rauskommen und auch nicht zu viel Chemie zu sich nehmen müssen, dass man irgendwann von der Chemie einfach runterkommt. In der Naturheilpraxis arbeitet gleich ein ganzes Team an Heilpraktikern. Dies gewährt dem Patienten ein hochwertiges Spektrum der naturheilkundlichen Diagnose und eines jeweils verschiedenen Therapieverfahrens. In freundlicher und warmer Atmosphäre erwartet den Patienten ein erfahrenes und geschultes Team. Zum einen, wenn er reinkommt, der Patient erzählt er mir seine Geschichte. Man muss genau zuhören, weil viel erzählt er schon darüber. Und dann gibt es so Möglichkeiten über Befragungen, wir haben eine Mese, also, die wichtig ist. Und dann palpiere ich quasi den Patienten durch, auch mit einigen Tests, neurologischen Tests, was wichtig ist. Das stellt sich aber während der Behandlung oder während der ganzen Sache erst da. Also, und dann gucke ich, wie die Priorität sein könnte. Es ist nur eine Idee, der ich folge. Aber man spürt das nach den Jahren auch, habe ich da einen Einstieg oder keinen Einstieg. Und dann weiß man schon Bescheid. Und dann wartet man letztlich auf die Resonanz des Patienten ab. In der seit über 30 Jahren existierenden Naturheilpraxis ist mittlerweile auch ein Standort der Deutschen Heilpraktikerschule etabliert. In dem hellen, gemütlichen und freundlichen Seminarraum finden die Studenten Materialien und neueste Technik, die man heute zum Lernen braucht. Ziel ist es, professionell und erfolgreich Heilpraktiker auszubilden. Wir machen hier im Prinzip die Ausbildung zum Heilpraktiker für Naturheilkunde und an der nehme ich gerade teil. Bin seit knapp einem Jahr dabei, ein bisschen über ein Jahr. Und es ist halt sehr schön, dass man diese Kombination aus der Schule, die man hier hat, also dem theoretischen und dann aber auch diesen praktischen Teil, den man ja hier auch lernen kann, also direkt in der Praxis. Das ist halt echt viel wert, ne? Dass man auch gleich diese ganzen Sachen lernen kann am Patienten direkt. Ein Beruf mit Zukunft. Heilpraktiker erfreuen sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Mit den Methoden der Naturheilkunde, der Volksheilkunde und der Alternativmedizin wird das medizinische Angebot in Deutschland um eine alternative Heilkunde erweitert. Der Tag der offenen Tür in der Naturheilpraxis Schmidt jedenfalls war ein voller Erfolg.